Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Knolte. Ja, nein, es war herzlich willkommen auf diesem Kanal. Und jetzt, ja, die zwei großen bösen R's. Ja, eigentlich sind es ja drei. Aber den Ruhrpott-Fußballvereine lasse ich heute mal außen vor. Nee, da dreht sich gar nicht drum. Die zwei großen bösen R's. Bei dem einen kenne ich mich so ein bisschen aus und bei dem anderen ist der Herr Ragnarök der absolute Fachmann. Wenn du wissen willst, worum es sich dreht, auf jeden Fall dranbleiben. Nach dem Intro geht es los. Ja, meine Lieben, die zwei großen bösen R's. Das erste habt ihr schon alle erraten. Richtig, Regierungen. Regierung. Gier. Ja, die sind böse, die versklaven dich. Die halten dich klein. Klein wie eine Maus. Du bist klein wie eine Maus, hast nichts zu melden. Meinungsfreiheit? Nee. Nicht gewünscht. Weißt du, da gibt es so ein paar Hempelmänner. So ein paar. Und Hampelfrauen, auch ein paar. Da drüben in Berlin, ne? Und diese paar haben echt das Sagen über 80 Millionen Menschen. Über 80 Millionen in Deutschland lebende Menschen. Und weil das nicht reicht, haben sie da so eine, ich weiß nicht, damals so unter der alten Bundestusse-Kanzlerin da, haben sie ja da eine gehabt, die haben sie weggelobt, ne? So nach Brüssel, ne? Brüssel war es, glaube ich, ja. Die hat da keiner hingewählt. Demokratie? No, thank you. So, und die versucht die anderen auch noch dabei zu kriegen, ne? Also, so, die Europäer, ne? Also, versucht die deutsche Regierung nicht nur Deutschland zu unterdrücken und zu sagen, wo es lang geht, sondern ganz Europa. Wobei, so richtig gerecht geht das ja überhaupt nicht ab, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel mal siehst, ne, mit diesem neuen Haferbeck, wie heißt er noch? Der einfarbige Bunte da, der die Heizung ändern will, ne? Ich komme jetzt nicht auf den Namen, egal, du weißt, wen ich meine, ne? So, wenn du da mal guckst, ne? Die Heizung, die müssen ja dann irgendwann mal ausgetauscht werden und die wird ja nach Schadstoffklassen oder Energieklassen da eingeteilt, ne? A, B, C, D, E, F, G. Toll. Alphabet kennen sie, zumindest den Anfang. So, und wenn du dann gucken tust, ne? Guckst du mal, dass in Deutschland die Zahlen so rapide stramm gezogen sind. Also wenn du in Deutschland eine Heizung hast mit B oder C, dann hast du in Holland noch ein A. Und wenn du in Deutschland eine hast mit G, die unbedingt raus muss, die ist so schädlich für die Umwelt, da hast du in Italien, in Spanien, in Frankreich immer noch ein B. Also wieder mal, der Deutsche. Hallo, Deutscher. Leg ihn mal auf die andere Seite, vielleicht schläfst du da besser. Ne? Also, die buttern dich immer unter und unter und unter. Und bezahlen musst du auch immer. Ja. Immer bezahlen, immer am meisten. Glaubst du nicht? Kleines Beispiel nur, ganz kleines Beispiel. Als ich noch klein war, so ein Hosenschisser, ne? So gerade in die Schule, ne? So, mein Papa, der ist alleine arbeiten gegangen. Ganz alleine arbeiten gegangen. Und wir sind 2 bis 3 Mal in Urlaub gefahren. Mal nach Malle geflogen, mal nach Südtirol zum Wandern. Ja, ist egal, hat keinen Spaß gemacht, aber wir sind in Urlaub. 2 bis 3 Mal im Jahr. Und wie sieht das heute aus? Wo ja die ganze Zeit nichts teurer geworden ist. Gar nichts. Da geht Mama und Papa arbeiten. Und da muss jeder Groschen 3-mal rumgedreht werden. Und ob Urlaub drin ist, das weiß noch keiner. Aber die machen alles richtig. Die Regierungen. Ja, gerade die Deutsche, die macht alles richtig. Glaubst du nicht? Brauchst du noch mehr Beispiele? Ja, verdammt nochmal, dann kriegst du deinen Arsch doch mal hoch. Es gibt ja eine Suchmaschine, die größte übrigens der Welt. Die nennt sich Google. Und wenn du da nichts findest,
gibt es immer noch die zweitgrößte. Und auf der guckst du gerade dieses Video an. Die nennt sich YouTube. Da findest du auch alles. Du musst nur mal das Foto hochkriegen und dich schlau machen. So, und der liebe Herr, das hast du nicht gehört, das Liebe, ne? Also der Herr Ragnarök, der wird dir jetzt mal was über das zweite R erzählen. Das zweite R. Ganz böse, ganz, ganz böse. Oh, wo sind meine Binden? Erstmal moin. So viel Zeit muss sein. Ja, das zweite R. Bitte alle Gläubigen jetzt weghören, weil das sind die Religionen. Religionen. Die sind kein Deut besser wie Regierung. Und dann spielt das überhaupt keine Rolle, ob das die Christen sind, ob das die Moslems sind, ob das die Hindus sind, ob das die Juden sind, ob das die... Ist ja egal, soll ich jetzt alle hier aufzählen. Also, so ich denke mal, so bei den Moslems kenne ich mich. Ah, 2 Meter aus. Bei den Christen ein bisschen mehr. Also, fangen wir mit Christen an. Ich weiß jetzt, wenn mich Leute hassen. Ich liebe es, wenn du mich hasst. Ich liebe es. Die Christen. Die Kirche. Die christliche Kirche. Die verarscht und belügt euch doch genauso wie die Regierung. Hab ich gemerkt? Nee. Also, fangen wir nochmal an mit Kirchensteuer. Die gibt es doch nur in Deutschland. Also Leute müssen zahlen, steuern. In Italien, Spanien, Frankreich, nada. Also gerade die südlichen Länder da muss der Pfaffe sich noch richtig anstrengen, den Tempel voll zu kriegen. Eine Kirche heißt Kirche, Entschuldigung. Weil der lebt von dem Geld, was in der Klingelbeutel ist. In Deutschland? Klingelbeutel. Jetzt spenden wir mal dahin, jetzt spenden wir mal dahin. Oder weil er so viel Steuern zahlt, die Kirche muss mal saniert werden, hier der eine da in dem Dorf. Dafür ist er meine Klingelbeutel gut. Weil ich doppelt abzocken. Einmal unfreiwillig, einmal freiwillig. Für die, die da noch hingehen, ich weiß ja nicht, ne? Ich war ja schon gefühlte 2.000 Jahre nicht mehr da. Aber es ändert sich nichts. Die werden nicht moderner. Immer nach dem gleichen Schema, immer die gleiche Leier. Lava, Palava, Palava. Dann singen wir mal ein Liedchen und wir Lava, Palava, Palava. Und meine Bücher von Leuten, die nie dabei gewesen sind. Die Dinger, die sind ja nun mal halt zwischen 70 und 350 Jahren nach Hoshi Jesus geschrieben worden. Spiel mal stille Post. Dann weißt du, was am Ende rauskommt, wenn du nicht dabei warst. Und nicht weißt, was der Erste gesagt hat. Und dann auch, was der Herr Jesus alles gesagt haben soll. Nein. Herr Ragnar, wir waren uns einig, dass du nicht so viel aus dem Nähkästchen plauderst, weil zum Thema Religionen gibt es nochmal ein ganz anderes Thema. Gerade über den christlichen Glauben, über die Katholiken, ne? Weil da kennen wir uns ein bisschen aus. Und da werden wir euch mal ein bisschen auf einem anderen Video noch erzählen tun müssen. Weil, ich sag mal, wenn der jetzt hier alle verplappert, dann fehlt mir ja das Material für ein neues Video. Und dann, was guckst du dann? Nee, Herr Ragnarök, den erzählen wir jetzt gar nichts mehr. Das reicht voll und ganz, dass die wissen, dass die Religionen die Menschen genauso unterbuttern wie die Regierungen. Da liegt doch der Knacktus. Dass sie kein bisschen besser sind. Schon von Anbeginn, von Jesus Geburt bis heute, ist die Kirche nicht besser, kein Deut eher schlechter, wie die Regierungen, ne? Regierung kannst du austauschen, was immer du willst. Ne? Alle 4 Jahre machst du ein Kreuz. Deine Wahl. Bis jetzt hast du immer falsch gewählt. Macht ja nichts. Vielleicht wirst du irgendwann mal wach. Oder du drehst dich rum, schläfst auf der anderen Seite weiter. Wie gesagt, deine Wahl. So. Und dann gucken wir mal, darf man mal ein Video machen über Religionen.
was da so alles falsch läuft, wird ein ganz spannendes Thema. Und für die, die das interessiert, abonnieren, liken, Kommentar da lassen. Und für die Leute, die das nicht interessiert, weil sie ja jeden Sonntag in den Tempel rennen und das alle glauben, was da vorgelogen wird. Leute, ihr müsst das nicht gucken. Sucht euch einen anderen Kanal. Tschüss.